Und damit mal wieder. Hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Was ist eigentlich besser als ein Speed Champions Set? Richtig, ein Speed Champions Doppelset. Und dementsprechend habe ich heute für euch von LEGO die 76910 den Aston Martin Valkyrie AMR Pro im Doppelset mit dem Aston Martin Vantage GT3. Aston Martin ist eine richtig, richtig coole Automarke, auch wenn ich eher auf die älteren Aston Martin stehe. Aber die Valkyrie als Hypercar ist natürlich ein faszinierendes Fahrzeug. Wir haben sie auch schon mal im Mini-Format hier gezeigt und auch GT3-Autos interessieren mich sehr. Deshalb ist das ein Set, was auf jeden Fall früher oder später hier auf dem Bautisch landen musste. Wenn wir uns die Packung sonst noch so anschauen, ist da nichts groß Besonderes dabei. Das ist genauso, wie wir das gewohnt sind von den Doppel-Speed-Champions-Packungen. Wir sehen nochmal die Fahrzeuge von hinten. Und ein paar Detailaufnahmen, genauso wie die beiden echten Vorbilder. Aber weil die Packung natürlich nicht das Spannendste am ganzen Set ist, mache ich das jetzt auf und wir schauen uns zusammen die Teiletüten und die Anleitung an. Was schon mal sehr positiv auffällt, die Packung war wirklich prall gefüllt und man bekommt hier auch genauso viele Steine, wie man erwartet. Und insgesamt gibt es 4 Bauabschnitte. Es ist wieder in so Bauabschnittstüten unterteilt. Wir kennen das ja von Lego. Genauso haben wir dann beide Anleitungen drin und die beiden Stickerbogen dazu. Dass hier Sticker dabei sind, überrascht, denke ich, niemanden mehr. Cooler wäre es wie immer geprintet, aber ich möchte auf das Thema jetzt nicht schon wieder eingehen. Und die 2 Anleitungen sind aus einem hochwertigen Papier. Die eine ist klammergebunden, die andere in so einer Heftform. Wie immer bei Lego wird nichts ausgegraut, sondern alles weiterhin in Vollfarbe dargestellt. Und insgesamt haben wir beim GT3-Fahrzeug 76 Seiten, bis es fertig ist. Und ich habe hier nochmal die Teileliste für euch. Wenn euch das Ganze interessieren sollte, könnt ihr das Video wie immer gerne kurz anhalten. Und die 2. Anleitung gehört natürlich zu der Valkyrie. Auch hier nichts ausgegraut. Ist logisch, dass es genauso ist wie beim GT3-Wagen. Und hier haben wir insgesamt 99 Seiten. Bei der Anleitung ist das Papier ein Stückchen dicker als bei der Anleitung. Also das sind wirklich 2 verschiedene Anleitungen. Das sieht man ja schon daran, dass die, wie gesagt, klammergebunden ist und die wie so ein kleines Heftchen. Ich finde die in Heftchenform sogar cooler bei Fahrzeugen, denn die Broschüren, die wir bei Autohäusern bekommen, wenn wir uns jetzt über neue Modelle informieren wollen, sofern es sie noch als Broschüre gibt und sie nicht exklusiv online sind, die sind ja auch in so einer Heftform meistens. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Set und dementsprechend fange ich jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns dann gleich mit dem ersten fertigen Fahrzeug wieder und dann reden wir wie gewohnt über die Teilequalität und alles Weitere. Und wir sehen uns tatsächlich schon nach dem ersten Bauabschnitt wieder, denn ich bin bisher von diesem Set wirklich überrascht. Und das im allerpositivsten Sinne. Der Bau hat richtig viel Spaß gemacht bis hierher, weil es auch für einen Speed Champion eine sehr besondere Bauart ist. Wir bauen das am Anfang sehr filigran. Es gibt keine wirkliche Speed Champions Basis und wir bauen das wirklich alles aus Steinen. Und das nach und nach und wirklich teilweise mit coolen Bautechniken und das Ergebnis weiß eben auch zu überzeugen. Genauso weiß dieses Mal die Steinequalität wieder zu überzeugen. Das Baugefühl ist ja bei Lego eigentlich immer top. Aber hier sehen die Steine auch endlich mal so wieder aus, wie man das bei Lego gern sehen möchte. Wir haben kaum Kratzer, sie sind farbtreu. Wir haben keine super offensichtlichen Angusspunkte. Das ist richtig, richtig gut. Und was mir bisher auch schon richtig gut gefallen hat an dem Fahrzeug, ist das Heck. Du hast den schönsten Arsch der Welt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man diese modernen Hypercars mag, dann ist das doch ein richtig, richtig geiles Heck. Also ich finde das spitze, wollte euch das jetzt schon mal im Zwischenbauschritt zeigen. Und genauso wie ich mich bisher fühle, möchte ich mich bei Lego-Sets am liebsten immer fühlen. Dementsprechend baue ich jetzt auch weiter und ich hoffe natürlich, dass es bis zum Ende von der Valkyrie genauso weitergeht und dann auch der GT3-Wagen so viel Spaß macht. Und da ist die Valkyrie auch schon fertig. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir wären Lego-Designer und wir sollen so ein Fahrzeug mit so einer Form, in dieser Linie, mit 8 Noppen Breite darstellen, im Speed Champions Maßstab, da würde, glaube ich, jeder verzweifeln. Und deshalb ist dieses Fahrzeug auch nicht zu 100% wie das Vorbild. Ich finde, gerade von den Größenverhältnissen haben sie es aber sehr, sehr gut getroffen. Und das ist wirklich beachtlich, was hier an Design geliefert wurde.
Ich meine, die Radkästen sind deutlich zu eckig und hier teilweise zu luftig. Aber das lässt sich in so einem Maßstab nicht verhindern. Und das, was hier umgesetzt wurde, designmäßig, ist wirklich Spitzenklasse. Hier sind auch richtig coole Bautechniken dabei, wie zum Beispiel, wenn wir die Cockpitscheibe abnehmen, sehen wir, das ist hier beweglich drin. Und die Form ist hier nur über Klappgelenke reingebaut. Wenn man jetzt hier eine Figur reinsetzen möchte, sieht man, das passt nicht. Deshalb kann man dann die Klappgelenke weiter nach außen einstellen und eine Figur passt rein. Das ist wirklich smart gemacht, damit es eben für einen Spielzweck funktioniert. Und wenn man die Figur nicht reinsetzen möchte, trotzdem noch gut aussieht und eben dieser Winkel hier gut getroffen ist. Über die Figur reden wir natürlich dann auch noch, wenn der GT3-Wagen fertig gebaut ist und wir dann beide Figuren fertig dastehen haben. Ansonsten, die Farbtreue von den Stickern könnte ein bisschen besser sein. Im Schwarzton geht's, da kann man nicht viel falsch machen, aber im Grünton haben wir doch relativ deutliche Unterschiede. Schön hingegen ist, wir haben vorne die zwei Scheinwerfer bedruckt und auch das Cockpit bedruckt. Das hat auch eine wirklich gute Qualität und ist deckenbedruckt, genauso wie die Felgen hier bedruckt sind, viermal derselbe Print. Das finde ich sehr gut, denn hier sind meiner Meinung nach die wichtigsten Stellen bedruckt, sodass es auch ohne Sticker noch durchaus gut ausgesehen hätte. Von daher Daumen hoch an der Stelle. Wenn man aber Sticker reinlegt, dann sollten sie wenigstens farbtreuer sein oder ganz auf Sticker verzichten. Aber da sind wir wieder ein bisschen in der Wunschwelt angekommen. Also ich hatte auf jeden Fall super viel Spaß beim Bau von dem Fahrzeug und das hat echt vorgelegt. Damit sind die Erwartungen ans GT3-Fahrzeug natürlich noch mal ein wenig gestiegen und wir finden jetzt zusammen raus, ob das vielleicht noch die Kirsche auf der Sahnetorte sein kann. Und das nächste Mal sehen wir uns nach dem dritten Bauabschnitt. Wir haben den Anfang vom GT3-Fahrzeug schon gebaut. Der steht wieder auf der Speed Champions Plattform, wie wir sie kennen. Und man sieht direkt, der wird um einiges bulliger als der Valkyrie, aber nicht so lang. Und das würde größenverhältnismäßig hier auch sehr gut passen. Hieran ist jetzt alles mal wieder bestickert, was ihr dort an Details seht, außer das hier hinten, denn dieses Aston Martin Zeichen ist ein Print. Und was ich richtig cool finde bisher, dass die Linienführung von der Rückleuchte von dem GT3-Wagen hier sehr, sehr gut umgesetzt wurde. Und das alles baulich und eben nicht gestickert. Also damit hatte ich auch meinen Spaß. An das Baugefühl und die Bautechniken vom Valkyrie ist er bisher aber noch nicht rangekommen. Dafür ist aber die Messlatte vom Valkyrie auch wirklich, wirklich hoch gewesen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und baue dementsprechend den GT3-Wagen jetzt auch noch zu Ende. Und dann sehen wir uns gleich mit den beiden fertigen Fahrzeugen wieder und schauen uns zusammen noch die Minifiguren an. Und damit ist auch schon der GT3-Renner fertig. Auch bei diesem sind noch ein paar Prints dazugekommen, und zwar die Scheinwerfer und hier oben die Cockpitscheibe. Die Cockpitscheibe ist in diesem Fall leider ein bisschen zu schwach gedruckt vom Grau und vom Grün. Da hat das Ganze bei der Valkyrie auf jeden Fall farbmäßig besser gepasst. Und farbmäßig gibt es noch etwas, was man mit der Valkyrie vergleichen kann. Denn leider hat der Aston Martin GT3 an einigen Stellen ein wenig rot, was von unten auch sehr durchscheint. Das verstehe ich bei der Valkyrie, weil da kommt ja auch rot im Fahrzeug vor. Aber bei dem Aston Martin verstehe ich das nicht so wirklich. Aber bis auf die kleine Sache passen die Farben. Deshalb ist das alles halb so wild. Ich finde, der GT3-Renner ist vom Aussehen auf jeden Fall sehr gut gelungen. Das Heck hat noch den Diffusor bekommen, auch hier die grünen Streifen wie im Original. Und vorne finde ich es richtig cool, dass bei der Front die grünen Streifen hier eingebaut sind und eben nicht sticker sind. Auch die Motorhaube mit den Lufteinlässen finde ich sehr gelungen. Im Innenraum blitzt uns wieder ein Sticker entgegen, dann haben wir noch ein Lenkrad und diese gebauten Rennsitze. Das ist in Ordnung, eine Figur kann man auf jeden Fall reinsetzen. Und die passt auch mit Helm auf das Fahrzeug drauf. Hier sehen wir aber wieder den ein oder anderen Angusspunkt mehr. Da fand ich die Qualität bei der Valkyrie besser. Die beiden Autochen haben wir uns jetzt also angeschaut. Kommen wir noch zu den Figuren. Und wenn ihr die Autos ja im Hintergrund farblich noch seht, was denkt ihr, welche Figur gehört zu welchem Auto? Ihr habt wahrscheinlich falsch geraten, denn diese Figur gehört tatsächlich zur Valkyrie und diese zum GT3-Rennwagen. Das hätte andersrum farblich wohl besser gepasst, aber das kann ja auch jeder so machen, wie er es möchte. Wir haben einmal eine Frau
und einmal ein Herrn. Beide haben diesen AMR-Anzug, der ist an und für sich gleich und unterscheidet sich nur von der Farbgebung. Beide haben leider auch diesen generischen Helm ohne jegliches Detail. Und die Gesichter, naja, sie sind in Ordnung. Sie sagen mir jetzt aber beim Rennthema nicht zu 100% zu. Wendegesichter gibt es leider nicht. Dafür ist aber auch wenigstens der Rücken bedruckt. Also ich finde, die Rennanzüge sehen gut aus, aber ich denke, da wäre figurenmäßig noch ein wenig mehr drin gewesen. Auch gibt es einiges an Ersatzteilen in diesem Set. Das sind einmal die Wechselfelgen für den GT3-Renner und noch der verschiedene Kleinkram, wie wir das von Lego ja schon kennen. Also zusammengefasst haben wir hier zwei wirklich schöne Autos. Der Valkyrie ist schön, weil sich hier mal im Design was getraut wurde, coole Bautechniken dabei sind und ein wirklich sehr schwierig umzusetzendes Fahrzeug in den 8 Noppen hier sehr gut dafür umgesetzt wurde. Dafür, wie gesagt, nochmal allergrößten Respekt an den Designer. Der GT3-Wagen ist baulich wieder so, wie wir das von Speed Champions gewohnt sind. Da sind keine großen Überraschungen dabei, aber auch dieser gefällt mir am Ende vom Aussehen sehr. Aber der Bau war trotzdem spaßig. Die Figuren sind in Ordnung, hätten aber gerne noch den kleinen Tick besser sein können. Das kleine bisschen Liebe am Ende hat mir da gefehlt. Wir haben natürlich, wie wir das bei Speed Champions gewohnt sind, wieder eine riesen Stickerflut dabei. Aber ich rechne es Lego sehr hoch an, dass sie zumindest das Wichtigste meiner Meinung nach, und das sind die Scheinwerfer und die Scheiben beprintet haben. Das rechne ich Lego auf jeden Fall an. Klar, der Aston Martin sieht nicht wie ein GT3-Wagen ohne die Sticker aus, aber die Valkyrie würde durchaus wie eine Valkyrie aussehen, wenn die Sticker nicht dabei wären. Trotzdem wäre natürlich der Schritt zu noch mehr geprintet noch viel cooler. Die UVP von Lego für das Set sind ja 45 Euro. Das sind wir ja gewohnt von den Doppel-Speed Champions Sets. Aber wir sind ehrlich, das bezahlt niemand oder muss niemand bezahlen, denn das Set wird regelrecht verscheuert am Markt. Gerade von den großen Versandhäusern wird das Set für 30 bis 35 Euro rausgehauen. Die geben da Rabatt drauf, als müssen sie die Lager leer bekommen. Ist natürlich für uns als Kunden dann praktisch, weil wir im Endeffekt pro Auto knapp 15 Euro bezahlen, vielleicht mal 16 bis 17. Aber das sind die beiden Renner dann auf jeden Fall wert. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dem Set. Es gibt zwar kleine Schwächen, aber Betonung liegt hier auf klein. Denn auch mit diesen kleinen Schwächen sind die Autos auf jeden Fall empfehlenswert. Und deshalb gibt es von mir auch eine Kaufempfehlung. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.